in Diyarbakir, im Osten der Türkei, im Südosten der Türkei. Wie ist denn der Alltag für die Menschen vor Ort? Wir leben in einem Ausnahmezustand, in einem Polizeistaat, in einem Militärstaat, gehört alles zusammen. Wenn ich von zu Hause bis zur Parteizentrale fahre, ist das eine Fahrt nicht mehr von 10 Minuten und muss dreimal unter Kontrollen, Polizeikontrollen. Überall werden die Ausweise kontrolliert durch die Straßen. Viele Menschen trauen sich gar nicht mehr auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben, festgenommen zu werden. Früher war es so, innerhalb von 24 Stunden musstest du dem Haftrichter vorgeführt werden. Aber jetzt durch den Ausnahmezustand musst du damit rechnen, bis zu 30 Tagen kannst du festgenommen werden auf der Polizeiwache, ohne dem Haftrichter vorgeführt zu werden. Und das ist der Grund, warum viele Menschen gar nicht sich mehr trauen, politisch aktiv zu werden, öffentlich, vermeiden die Presse oder sagen, wir sind mit euch, aber wir trauen uns nicht, auf die Straße zu gehen, weil wir Angst haben, dass wir entweder getötet werden, dass wir festgenommen werden oder sogar abgeschoben werden. Das ist die politische Situation gerade. Das bedeutet, es gibt keine Nacht, die du in Ruhe verbringen kannst, 5 Stunden durchzuschlafen, weil in den 5 Stunden passiert irgendetwas in diesem Lande. Und da musst du entweder dich in deinem Wahlkreis dafür einsetzen, dafür sorgen, entweder bist du vor dem Gericht oder du bist auf der Polizeiwache oder du bist auf dem Friedhof oder bist in einem Krankenhaus. Das ist der Alltag, den wir gerade haben. Deswegen können wir großartig im Moment keine Veranstaltung planen. Wir planen das, aber es kann passieren, dass durch diesen Ausnahmezustand irgendetwas dazwischen kommt und wir die Termine verlegen müssen, verschieben müssen. Wir versuchen, soweit es geht, die Veranstaltung durchzuführen. Aber mit großen, inwieweit wir überhaupt diese Veranstaltung durchführen können, ist dann die nächste Frage. Denn durch diesen Ausnahmezustand hat der Gouverneur das Recht, alles zu verbieten. Zum Beispiel eine öffentliche Pressekonferenz ist nicht genehmigt oder wird nicht genehmigt. Du darfst nicht draußen eine Kundgebung durchführen, eine Pressekonferenz abhalten. Selbst wenn wir mit 3, 4 Leuten zusammenstehen irgendwo, wirst du aufgefordert, dich dort werden wir aufgefordert, uns zu entfernen auf dem Platz, wo wir sind, oder du wirst sofort mit Tränengas und Wasserwerfer beschossen. Gestern haben die 8. März-Veranstaltungen in Izmir und in Istanbul verboten. Für Diyarbakir haben wir die Antwort noch nicht bekommen. Wir warten jetzt noch auf die Antwort. Es kann passieren, dass sie sogar den 8. März verbieten, denn sie sagen uns öffentlich, solltet ihr nicht auftreten, am besten in geschlossenen Räumlichkeiten, da könnt ihr so viele Veranstaltungen durchführen, wie ihr wollt. Muss man sich jetzt vorstellen, eine politische Partei, die öffentlich keine große Kundgebung machen kann, nicht mal eine Pressekonferenz draußen abhalten kann, auf dem Parteigelände sogar. Und das ist eigentlich das Bild in der Türkei, was wir gerade hier sehen. Am 16. April findet in der Türkei ein Referendum statt über eine Verfassungsreform. Präsident Erdogan will ein Präsidialsystem einführen. Wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass es mit einem Präsidialsystem nichts zu tun hat, sondern ganz klar in Richtung Diktatur zielt. Was würde es bedeuten, wenn das Referendum gewonnen wird? Wie wird sich das Land dann verändern? Es ist eine antidemokratische Verfassung, die hier umgesetzt wird. Eigentlich entscheidet da nur noch der Präsident Erdogan. Er ist der Ministerpräsident, er ist der Bundespräsident, er ist der Parteivorsitzende, er stellt die Kandidaten auf. Du hast keine Möglichkeit, Änderungen hier mit einzubringen. Seit der Staatsgründung geht es darum, dass die türkische Verfassung sagt, ein Staat, eine Nation, eine Fahne. Die ganzen Menschen, die in diesem Lande leben, gelten als Türken und alle gehören einer Religionsgemeinschaft an. Und wir sagen, wir sind zwar für eine neue Verfassung, aber eine demokratische Verfassung. Eine Verfassung, wo alle Menschen sich in dieser Verfassung wiedergeben können. Alle Religionsgemeinschaften, alle Nationen, die in der Türkei leben. Die Türkei ist vielfältig. Es gibt verschiedene Religionsgemeinschaften in diesem Land, es gibt verschiedene Nationen in diesem Lande.
Es gibt Frauen, die Jugendpolitik, Wirtschafts-, Umweltpolitik, nichts wird in dieser Verfassung aufgenommen. In der Türkei wurde vor ein paar Wochen der türkische Journalist Deniz Yücel inhaftiert, der für die deutsche Tageszeitung Die Welt schreibt. Es gab daraufhin hier im Land viele Proteste. Kennst du Deniz und wie bewertest du diese Verhaftung? Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft und das kann bis zu 5 Jahre dauern. Also ich möchte als erstes hier meine Solidarität mit Deniz Yücel aussprechen. Wir kennen ihn auch persönlich, wir haben viele Veranstaltungen als auch viele Interviews mit ihm gehabt und den kennen wir auch persönlich und schätze auch seine Arbeit, die er auch immer gemacht hat. Er war nicht nur ein Journalist, der zweitsprachig die Lage oder aus dem Lande berichtet hat, sondern er war auch ein Journalist, der eigentlich für Gerechtigkeit geschrieben hat und eigentlich die Wahrheit, was passiert in diesem Land. Und dafür soll ein Journalist ins Gefängnis kommen, ist nicht hinnehmbar und wir fordern die sofortige Freilassung von Deniz Yücel. Nicht nur Deniz Yücel, sondern über 140 Journalisten sitzen gerade im Gefängnis. Viele Nachrichtenagenturen sind zugemacht worden. Zum Beispiel die erste weltweite Frauen-Nachrichtenagentur Jinha ist zugemacht worden. Das zeigt, dass die Türkei mit den Journalisten umgeht und sagt, ich mache alle mundtot, entweder macht man die Politik, vertritt man meine Politik, der AKP-Regierung. Es geht alles nach mir. Jemand, der anfängt, Kritik auszusprechen, der muss dann dafür zahlen. Und das bedeutet, dass du dafür ins Gefängnis kommst oder sogar deine Arbeit verlierst oder sogar dein Land verlassen musst, wie viele andere Akademiker, viele andere Journalisten auch in der letzten Zeit. Und mit was für einem fairen Prozess muss man denn sprechen? Gibt es überhaupt noch ein faires Prozess in der Türkei, in diesem Lande? Schauen wir uns mal das Justizsystem an. 13 Abgeordnete der HDP sitzen gerade im Gefängnis. Darunter die beiden Co-Vorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag. Unsere Abgeordneten, als auch Tausende von Menschen in diesem Lande, sind Geiseln der AKP-Regierung von Erdogan. Er nutzt das Referendum dazu aus, zu zeigen, gerade aus dem rechten Kreise, schaut mal, was ich hier mache. Er zeigt den Buskurt-Zeichen der Ministerpräsident, um die Rechten zu gewinnen. Dann versucht man, durch diesen Ausnahmezustand zu zeigen, ich habe das Sagen, ich baue mir meine Diktatur auf und ich entscheide, welche Abgeordneten meine Geiseln werden, wie sie öffentlich reden, ob sie mundtot gemacht werden oder nicht. Das zeigt sich dann ja auch mit dem Ganzen. Aber ich möchte mich hier recht herzlich bei der Linken bedanken, die Patenschaften für die Parlamentarierinnen zu den HDP aufgenommen haben. Das ist sehr wichtig, nicht nur für die HDP-Abgeordneten, das ist auch eine Moralunterstützung für die Partei, für die 6 Millionen Wähler und Wählerinnen, die diese Partei gewählt haben, die die Co-Vorsitzenden gewählt haben, die die einzelnen Abgeordneten gewählt haben. Und das zeigt, dass je mehr Druck ausgeübt wird und je mehr Solidarität mit der HDP ausgesprochen wird, dass umso mehr unser Kampf für die Gerechtigkeit fortgeführt wird. Was sollte denn die deutsche Bundesregierung tun oder was muss Deutschland tun oder was kann Deutschland tun, damit Erdogan nicht einfach freie Hand hat bei der Umsetzung seiner Pläne und bei der Verletzung der Menschenrechte, die er jeden Tag begeht? Wir haben hier zwei Fakten. Einmal die auf der Bundesebene, die politische, wie die Regierung mit Erdogan umgeht, wie man mit dem Referendum umgeht. Wir haben hier gesehen, dass in der Vergangenheit immer wieder die Besuche in der Türkei dazu geführt haben, dass man indirekt den Erdogan unterstützt hat seitens der Bundeskanzlerin. Frau Merkel, das haben wir ja gesehen. Letztes Jahr, kurz vor den Wahlen, ist es geschehen. Und jetzt kurz vor dem Referendum am 2. Februar ist es auch geschehen, auch trotz, dass da Kritik war. Aber das erste Mal, was man begrüßen muss, ist, dass man das erste Mal seitens der Bundesregierung dort von der Frau Merkel die Oppositionspolitikerparteien besucht hat. Das kann man eigentlich gut ansehen, aber das reicht nicht aus.
hätte man viel mehr Druck ausgeübt, dann wäre der Deniz Yücel heute nicht im Gefängnis, wenn man die Menschen, wenn man die freie Meinungsäußerung in der Türkei angefochten hätte vorher schon, wenn man Beschlüsse gezogen hätte, wenn man Embargo durchgeführt hätte. Ich spreche jetzt nicht von einem Embargo gegen das türkische Volk, sondern zum Beispiel von einem Wirtschaftsembargo. Hätte das die Europäische Union gemacht, hätte das die deutsche Bundesregierung gemacht, dann wäre vielleicht die Türkei nicht so weit gekommen, um alle Rechte hier so weit zu gehen und alle Menschen ihnen das Recht zu nehmen. Deutschland ist der größte Partner mit dem Waffenverkauf. Das ist schon mal ganz wichtig hier zu erwähnen. Trotz, dass diese Waffen gegen die kurdische Bevölkerung, gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt worden ist, hat die deutsche Bundesregierung nicht dagegen unternommen. Die Politik Erdogans und der AKP hat auch einen starken Einfluss auf die Rechte der Frau, für die du dich seit über 20 Jahren eingesetzt hast im Europaparlament und auch jetzt in deiner Rolle als HDP-Abgeordnete. Kannst du was dazu sagen, wie sich die Frauenrechte in der Türkei derzeit verändern unter der Politik der AKP? Wenn wir uns das Frauenwahlrecht anschauen, wenn wir uns die Rechte der Frauen anschauen, wenn wir uns den 8. März anschauen, was die ganzen Jahre mit im Kampf der Gleichberechtigung der Geschlechter erschaffen worden ist und heute mit einem Satz in der Türkei, mit einem Verbot, komplett die ganzen Rechte den Frauen entnommen werden. Wir haben in der Türkei immer wieder die Diskussion schon vorher gehabt, jetzt nicht durch diese Zwangsgewalter. Man hat immer wieder gesagt, ey, liebe Frauen, wir wollen von euch drei Frauen haben. Das hat immer damals Erdogan gesagt gehabt. Oder der Ministerpräsident, der damals gesagt hat, Frauen dürfen in der Öffentlichkeit nicht lachen. Man hat immer wieder angeordnet, was die Frauen, wie sich die Frauen anziehen wollen und sollen. Man hat immer wieder auf die Rechte der Frauen eigentlich immer wieder eine Aufforderung gebracht, wie die Frauen sich zu verhalten haben, wie sie sich emanzipieren. Also wir sagen ja, die Emanzipation der Frau ist ganz wichtig, aber in der Türkei heißt es eigentlich, alles, was für die Rechte der Frauen ist, sollte denen unterbunden werden, aus einem Grund, und zwar, wenn die Frauen immer stärker werden, das ist eine Bedrohung für uns, das sehen die Männer wahrscheinlich oder der Erdogan, weil durch die Politik der AKP, die Zwangsverwalter, die gekommen sind, einzelne Frauenhäuser sind verboten, zugemacht worden. Die Frauenbeauftragtenpositionen wurden zugemacht. Die Frauenzentren wurden zugemacht zum Beispiel, aber ganz interessant, in Wann war das, glaube ich, Frauenbeauftragte Stelle wurde von einer Frau, die Frau wurde abgesetzt, ein Mann wurde für die Rechte der Frauen dort eingesetzt, muss man sich mal vorstellen. Die Politik der AKP bedeutet, die Männer sollen sich um die Frauenrechte kümmern. So sieht das die AKP-Regierung. Deswegen sagen wir, wir lassen uns nichts verbieten. Wir gehen auf die Straßen, auch zum 8. März. Ist egal, was passiert, auch wenn wir festgenommen werden. Am Mittwoch ist es ja passiert. Wir haben ja unter Wasserwerfern und Hundertschaften von Polizisten eigentlich zum 8. März Blumen verteilen können. Am Abend haben Gewerkschaftlerinnen ihren 8. März Aktivitäten mit einer Pressekonferenz öffentlich, die abgehalten werden wollte, ist denen unterbunden worden, also verboten worden. Und ganz interessant war, dass, weil sie ein Plakat aufgestellt haben, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir werden auf, zum 8. März, der Kampf geht weiter für Gerechtigkeit. Da hat die Polizei auf die Demonstrantinnen eingeschlagen. Ganz interessant, Polizei, also männliche Polizisten haben die Frauen zwangs an den Haaren gezogen, Gewalt angewendet. Ich bin dazwischen gegangen, Gewalt hat man auch gegen mich angewendet. Das zeigt, inwieweit die Politik der AKP gefährlich für die Rechte der Frauen geht. Wenn man nicht mal eine Pressekonferenz von Frauen akzeptiert oder eine Frauenkundgebung verbietet, dann frage ich mich, in welchem Jahrhundert leben wir?